Einen wunderschönen Seitengrüß zu einer neuen Let's Play-Reihe. Und zwar Death Stranding, ihr seht es schon. Seit 8.11. Veröffentlicht, sozusagen heute ist Samstag, gestern kam es raus. Ich habe es mir gestern geholt und habe gestern schon gesehen, dass ganz viele das Ganze auch streamen. Ich habe mir einige Gedanken darüber gemacht, will ich das Ganze streamen oder möchte ich das Ganze Let's Playen. Habe das gestern Abend für mich mal angezockt. So eine Stunde war ich im Spiel und dachte mir, ich habe mich bewusst gegen den Stream entschieden, einfach aus dem Grund, dieses Game ist so genial für mich, also ich finde dieses Spiel einfach nur genial, dass ich was anderes machen möchte, dass ich einfach sage, dass der Stream da nicht optimal rüberkommt. Natürlich seht ihr dann, sind wir wesentlich mehr Leute und ihr könnt direkt sehen oder wir können direkt miteinander interagieren und gucken, wie das Spiel sich entwickelt, aber dieses Spiel ist sicherlich ein Stück weit linear. Es gibt eine Wahnsinns-Story, die hammermäßig ist, die ich gestern schon gesehen habe. Also ich finde dieses Game einfach nur genial. Und aufgrund dessen sage ich, stelle ich das Spiel in den Vordergrund. Ihr seid mir wichtig, das wisst ihr. Aber in dem Stream würde dieses Game untergeben. Ich würde es komplett verpassen, worum es eigentlich geht, was das Ganze zu tun hat. Und dafür steckt hier so viel Arbeit drin von Kojima, dass ich sage, das verdient auch einen separaten, individuellen Platz auf meinem Kanal. Deswegen gibt es eine Let's Play-Reihe, die ich als Premiere laufen lasse. Das heißt, in dem Moment können wir auch miteinander interagieren. Ich werde es aber so schneiden, dass die Videos zwischen 20 und 45 Minuten lang sind, je nachdem, wie viel Story kommt. Wie viele Videosequenzen und Zwischensequenzen, das werdet ihr aber alles hier gleich in der ersten Folge sehen. Wie geil der Einstieg in dieses Game ist, das habe ich schon erlebt. Das will ich euch aber nicht vorenthalten und auch deswegen möchte ich das Ganze nicht streamen, weil das ist so ein wahnsinns geiles Opening. Da stört mein gesamtes Overlay, die manchmal auch die schlechte Internetverbindung, die stört da einfach. Und ihr solltet es so sehen, wie ich es sehe, wie ich es erlebe, so solltet ihr es ein Stück weit miterleben. Ich versuche auch nicht ganz so viel reinzuquatschen, denn der Anfang ist wichtig. Und deswegen ist das hier nur so ein kleines Vorab-Video. Das werde ich auch machen. Das ist die Überlegung, dass immer Samstagabends eine Folge kommt, Sonntagabend eine Folge kommt und am Mittwochabend kommt eine Folge Death Stranding. Und immer davor gibt es so 5 bis 10 Minuten, was passiert ist und was passieren wird in der jeweiligen Folge. Also ein bisschen kleine Werbung sozusagen für die Folge danach. So kann man sich dann selber entscheiden, guckt man das Kleine, um grob zu wissen, worum es in Death Stranding geht. Oder guckt man das Große und nimmt einfach alles mit. Oder sagt man sich, ich gucke beides oder ich gucke gar nichts. Das ist am Ende eure Entscheidung. Ich biete euch da ganz viel an, deswegen sage ich jetzt an der Stelle, ich gehe direkt ins Game rein. Beziehungsweise wir sehen uns gleich in der anderen Folge, in der richtigen ersten Folge, wenn ich hier reingehe. Und da bin ich sehr gespannt. Werde da auch nicht viel zu schwafeln, weil das Spiel geht hier direkt los. Und von der Stelle schreibt es in die Kommentare, wie ihr diese Idee findet. Wir sehen uns in den nächsten Folgen. Hier kommt gleich noch ein kleiner Ausblick, was passieren wird in dieser ersten Folge. Und ansonsten geht es ungefähr in 15 bis 30 Minuten geht es los mit der ersten Folge. Ich wünsche euch da viel Spaß und sage Tschüssikowski, genießt es. Geil gemacht. Da sind wir im Game mit Norman Reedus. Ich finde das so mega. Boom kommt. Ey, was für eine Oschi hier. Gibt's doch nicht. Steht die im Weg? Aufstehen. Versicherungsdaten austauschen. Nein.
Sam. Norman Reedus, Marius Gavrilis. Ich glaube, das ist die Synchronstimme. Mal. Und Norman Reedus ist es. Kennt ihr aus Walking Dead?